Gut, ein neuer Mann ist da, Alex Kral. Ja. Hat allein schon wegen der Frisur, glaube ich, Potenzial, Fanliebling zu werden. Ja, man könnte durchaus überlegen, ob man eine Perücke dann aufnimmt im Fanshop. Das würde ich mir auch mal anziehen. Würde ja aber auch dann perfekt passen. Nee, definitiv. Interessantes Äußeres. Grundsätzlich ein Auftreten werdet ihr auch kennenlernen. Sehr, sehr weit. Ne? Also das, man denkt jetzt nicht, dass er 24 ist. Das hat er eigentlich auch schon erlebt. Hat ja auch eine gewisse Rolle auch in der Nationalmannschaft auch übernommen. Wenn du dann auch nach Russland gehst, aber auch dann in England spielst, auch wenn du da weniger gespielt hast. Aber trotzdem war ja schon eine sehr arrivierte Mannschaft. Und der ist sehr, sehr offen. Sehr, sehr offen, sehr klar. Was bringt der mit, was der Mannschaft im Abstiegskampf fehlen wird? Oder was kann er der Mannschaft geben im Abstiegskampf? Ja, also sein Grundprofil ist schon wie ich, das eine, das spiele fußballerisch natürlich auch von der Sechser aus, natürlich auch eine gewisse Größe, eine gewisse Erfahrung. Und ich habe auch, wir brauchen eine Tiefe im Kader. Wir brauchen auch da wirklich einen Kader, der nicht, wie sie immer schön sagen, nicht nur 11 Leute hat, sondern auch wirklich dann zwar auch über 20, die einfach grundsätzlich für Schalke eine gewisse Qualität bringen. Und da ist Alex einer, der wirklich auch anschiebt und nochmal Konkurrenzkampf. Hat immer gut getan. Der Trainer wird sich freuen, wenn er einen weiteren richtig guten Spieler bei sich hat. Spornt auch unsere Jungs auf der Position auch an. Es ist vollkommen klar, dass wir nach dem Aufstieg, dass wir nicht sagen können, wir können genauso mit der Gruppe weitermachen, sondern wir brauchen Verstärkung. Aber wichtig ist halt, dass die Verstärkungen sich integrieren, auch vor allen Dingen auch charakterlich. Und Alex Kral wird da alles reinwerfen, weil er seinen eigenen Anspruch auch hat, jetzt aufzutrumpfen. Kannst du kurz nochmal erklären, das ist ja aufgrund dieser Sonderregelung, der VfL Bochum hat da ja von auch Gebrauch gemacht. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was diese Regelung besagt? Heißt im Endeffekt, dass der Spieler jetzt quasi für ein Jahr quasi freigestellt, eigentlich frei jetzt ist. Es wird quasi eine Pause eingelegt in die Vertragssituation in Russland selber. Das heißt, bis zum 30.06.23 ist er quasi vertragslos. Man kann ihn dann sozusagen aufnehmen und dann wird der neue Vertrag, der alte neue Vertrag wieder in Russland wieder angesetzt. Und von daher ist jetzt, war das die Regelung, dass die Spieler halt einfach auch dann frei transferiert werden können und nicht eine Hemmschwelle noch haben. Ist eine ganz besondere Situation und tatsächlich, ja, am Anfang muss man sich selber erstmal erkundigen, ist das wirklich wahr? Und wenn du abschließt, kommt nicht dann noch eine Forderung. Haben wir natürlich auch gemacht und von daher war ja Spieler jetzt frei für uns. Ja, so dicke Konkurrenz. Ich glaube, wir haben ja vor ein paar Wochen mal über den Spieler gesprochen, da hieß es noch, wenn Leipzig den Höhe kann ich auch. Ja, das Gute ist einfach jetzt, dass man jetzt nicht das Gefühl haben muss, wir sind jetzt da spontan draufgesprungen. Ne? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ihn schon sehr, sehr lange auf dem Radar, haben auch sehr, sehr früh das erste Gespräch auch mit Alex schon geführt, haben ihn quasi auch emotional schon mal eingefangen. Gut, den Jiří Němeč, den brauche ich nicht erklären, aber ihm trotzdem dann mal per Videoschalte ihm dann auch das schöne Bild dann quasi in der Felgens Arena auch gezeigt. War ihm bekannt und ein absoluter Hero. Von daher waren wir emotional schon dabei, wirtschaftlich waren wir noch nicht ganz so weit in dem Sinne vor 5-6 Wochen, einfach auch da, weil natürlich die Konkurrenz sich auch ihre Gedanken gemacht hat. Und so ist es im Transfergeschäft, der Kontakt wird gehalten, es wird sich abgedatet und irgendwann ist man bereit, auch dann für gewisse Dinge auch einzustehen und auch reinzugehen. Und Schalke war immer präsent bei ihm im Kopf und irgendwann kommt das Thema so entweder oder und das hat er entweder genommen, glaube ich. Ne? So heißt es ja. Bietet dieser Markt denn aufgrund dieser Sonderregelung jetzt noch mehr Potenzial? Klar, jeden Transfer, der so gestaltet wird, ist natürlich jetzt logisch. Jetzt wird dann weiterhin natürlich auch nochmal differenziert geguckt, ob es da eine Möglichkeit gibt. Aber wer unseren Kader jetzt auf sich angeschaut hat, ich glaube, da sind wir jetzt erstmal in dem Sinne so weit, dass wir auf der Abgangsseite was tun wollen und auch dabei sind die ganze Zeit. Man vergisst es ja auch, mittlerweile auch schon 6 Abgänge, aber sind natürlich auch fleißig dabei, da noch weiter Luft auch zu schaffen. Und dann wird sich das einpendeln, werden die Spiele noch genau analysieren, werden natürlich weiterhin fleißig den Kader planen, um dann zu schauen, okay, was kann man eventuell noch hinzufügen, aber erst einmal ganz wichtig, Abgänge. Kannst du die Situation noch mal ein bisschen, du sprichst gerade an, ein bisschen näher beschreiben? Also ihr habt jetzt über 30 Spieler hier, 33, 34 glaube ich. Das ist wirklich sehr viel. Wie geht ihr jetzt damit um? Was sind so die nächsten Schritte? Das Gute ist halt einfach, ich meine, ihr seid ja bundesweit vernetzt. Ich glaube, Schalke 04 ist jetzt nicht der Kader, die Mannschaft mit dem größten Kader. Ich glaube, ich lese jedes Mal auch bei dir, Toni, im Kicker, ne, über die Schlagzeile, hier sind 30 angereist, hier sind 34 angereist. Sind wir nicht alleine, das ist ein ganz normaler Zustand in der heutigen Zeit, dass du natürlich viele, viele Rückkehrer hast aus Leihgeschäften, dass du parallel deinen eigenen Kader natürlich auch sozusagen dann auch planen willst. Ist auch nichts Neues für uns auf Schalke. Wir haben letztes Jahr das genauso gehandhabt. Natürlich ist es ein bisschen mit Geduld verbunden. Wichtig ist auch, dass man da nicht hektisch wird und dass man da vor allem auch keine vorzeitigen Abschlüsse macht. Von daher ist es aber trotzdem so, dass die Jungs sich Charakter sehr, sehr gut bewegen. Die sind gut miteinander. Das ist so auch zu akzeptieren. Keiner wird ausgegrenzt. Aber klar ist natürlich auch, dass wir beim Spiel wie gestern auch Spieler dann auch draußen haben. Weil es ist ja klar, Spielzeit kannst du nicht jedem geben. Aber trotzdem auch da werden wir Lösungen finden. Wir werden auch in den nächsten Tagen dann auch sicherlich veröffentlichen, dass wir nochmal ein Spiel oder ein zweites dazu packen, um halt allen auch gerecht zu werden, um es auch ein bisschen zu splitten. Wie ist die Situation bei Viktor Pálsson? Es war zu lesen, dass da gegebenenfalls ein Angebot eingegangen ist. Möchten Sie ihn halten? Der Vertrag gilt nur noch ein Jahr. Wie ist da genau die konkrete Situation?
Viktor, glaube ich, durch sein ganzes ganzes Profil, was er hat, ist es schon auch ein sehr, sehr wertiger Spiel, auch für die gesamte Gruppe, auch auf Schalke. Hat jetzt ja einen großen Beitrag geleistet, um auch mit aufzusteigen, kann auf mehreren Positionen spielen. Das ist völlig normal. Wir haben ja gestern wieder gesehen, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam werden. Es ist richtig, dass das MLS zumindest eine Anfrage gibt. Bei daheim ist Viktor für uns ein wichtiger Spieler. Und wir haben immer gesagt, Viktor ist auch keine 20, auch keine 22 mehr. Wir planen mit Viktor. Sollte irgendwann der Wunsch auch entstehen, auch von seiner Seite aus, in einen anderen Schritt zu gehen, wird man sich unterhalten, aber aktuell sehen wir Viktor bei Schalke. Wie zufrieden bist du mit dem Status quo? Also gerade gesagt, über 30 Spieler, aber auf der anderen Seite, ihr habt schon jetzt 11 dazugeholt, glaube ich, oder 12. Schon einige abgegeben, also ist ja eine große Bewegung drin. Ihr seid schon sehr weit wieder, oder? Ja, man ist ja nie zufrieden. Das ist ja grundsätzlich so, das treibt einen ja auch immer wieder an, jeden Morgen. Ne? Was kannst du noch tun, um das Ganze zu verbessern und um frühzeitig auch diese Gesamtheit auch klar zu haben? Ja, also grundsätzlich, wenn man sagt, man ist zufrieden, das ist der Status quo, aber sehr zufrieden wäre man natürlich schon, wenn man gewisse Dinge auch nochmal löst. Trotzdem kann man den Markt nicht künstlich anschieben. Das ist grundsätzlich so, dass viele Vereine sich die Gedanken machen. Genauso wie ich jetzt hier stehe, steht ein anderer Sportdirektor auf der anderen Seite, der sich seine Gedanken auch macht. Ist ein wichtiges und gutes Miteinander, eine gute Kommunikation, auch Dinge immer wieder auszuräumen. Das ist ganz normal, dass da auch mal Irritationen sind und Befindlichkeiten sind. Und dass man muss sich immer in die Lage des anderen versetzen. Wenn ich jetzt der Spieler wäre und hätte das Gefühl, ja gut, ich bin jetzt hier nicht so gefragt, dann hätte ich auch ein gewisses Potenzial zu sagen, oh, ich bin unzufrieden. Wichtig ist ja, dass sich keiner hängen lässt, ne? dass er die Gruppe mit anschiebt. Alle Spiele da sind, ob es ein Amin sind, auch ein Osan, das sind Top-Profile, ne? Auch ein Can Bos sogar, das sind richtig gute Jungs, gute Saison, Beşiktaş. Ist einfach, ja, sie haben ihren Wert. So, aber trotz allem müssen wir planen, wir müssen halt auch die Positionen haben wir besetzt und müssen die Dinge auch dann für uns entscheiden. Erkennen Sie kein Grummeln unter den Aufstiegshelden, dass viele von ihnen nicht mehr zwingend erste Wahl sind, nach dem Motto, die haben die Kohlen aus dem Feuer geholt und jetzt können wir vor allem die Bundesliga spielen? Also am Ende des Tages weiß man es ja selber. Ne? Das ist einfach in der Konkurrenz, egal wo man spielt, ob man von der Bezirksliga in die Landesliga aufsteigt oder von der Regionalliga in die dritte Liga und die zweite in die erste, es wird immer Konkurrenz geben. Und im Endeffekt, sagen wir mal ehrlich, geht es um Schalke 04. Also, wir müssen das bestmöglich Konkurrenz miteinander packen, dass die Jungs verstehen, worum es geht. Es geht allen besser, wenn Schalke in der Bundesliga bleibt. Dafür brauchen wir die höchste Qualitätsdichte und wenn einer besser ist, ist er besser. So, und natürlich, das habe ich von Anfang an den Jungs auch gesagt, auch den Neuen gesagt, das ist hier der Maßstab der Gruppe. Die Gruppe, die aufgestiegen ist, die hat ein ganz hohes Level. Und die Jungs, die dazukommen, müssen sich integrieren, weil das ist der Standard. Und für mich sind wirklich, kann man auch, glaube ich, die Spieler fragen, jeder Spieler wichtig, ob der jetzt quasi vielleicht am Anfang nicht der Starter ist, der aber dann reinkommt oder sich dann durchsetzt. Also wie gesagt, wir werden alle brauchen. Wir haben letztes Jahr gesehen, es gibt einen Verletzten, ne? Da musst du musst immer auch da sein. Und am Ende des Tages, Werfplatz ist egal, wir müssen dann Schalke in der Liga bleiben. Frank Kramer ist jetzt seit 4 Wochen hier. Wie bewerten Sie die ersten 4 Wochen? Wie beobachten Sie ihn im Umgang mit Mannschaft, Anhängern, sportlicher Leitung? Ja, also Frank ist für mich jetzt kein Unbekannter. Ich weiß, wie Frank ist. Ich glaube, den habt ihr jetzt auch kennengelernt. Ist sehr, sehr bodenständig, empathisch, wie beschrieben. Ist ein Arbeiter, der sich jeden Tag rund um die Uhr mit seinem Trainerteam Gedanken macht, das Ganze anzuschieben, zu verbessern. Ich glaube, ich finde es gut, wie er dann auch langsame Schritte geht und nicht mit da reinmarschiert und hat sich irgendwas zurechtgelegt und versucht, in 3 Tagen die Laola-Welle im Trainingslager zu kreieren, sondern einfach da, ganz, ganz sachlich an die Sache reinzugehen, die Leute nach und nach mitzunehmen, wie er ist. Er wurde in gewissen Vorstellungen sehr, sehr gut beschrieben. Das ist er. Tatsächlich ist ein Arbeiter, der macht keinen Schnickschnack, der macht kein Gespiel, der macht klare Dinge. So, und so nehmen die Spieler und auch alle hier im Verein ihn wahr. Und das ist für mich die Basisarbeit, weil im Endeffekt die tagtägliche Arbeit miteinander, die muss passen. So, und am Ende des Tages werden wir alle an Ergebnissen bewertet. So, und mit Frank Kramer sind wir sehr zufrieden. Euer Torwart, also 2 sogar, in der Innenverteidigung oder in der Abwehr hat sich was getan, im Mittelfeld sowieso, im neuen Stürmer habt ihr auch. Gibt es noch eine Position, wo du noch ein bisschen nachdenken siehst? Na, wie gesagt, Abgänge sind wichtig. Ich würde jetzt gar kein Profil jetzt nochmal ausrufen, um zu sagen, da gucken wir uns nochmal um. Das wird sich jetzt aus dem Test spielen wollen. Das ist wichtig, wird Sonntag die Doppeltestung nochmal sein. Und dann einfach nach dem Trainingstag kommt nochmal so ein nächster Schritt zu sagen, so, das ist der Kader von denen, die wissen, dass wir eine andere Rolle bei ihnen sehen, wissen's. Aber nach dem Trainingslager werden wir auch nochmal diese Trainingslagerwoche und auch die Spiele nochmal bewerten. Wir werden sagen, so, bei dir werden die Einsatzzeiten vielleicht nicht so hoch sein. Und wenn sich dann daraus ein Abgang ergibt, dass man dann auch wieder zuschlägt, um dann nochmal ein Profil vielleicht einzubauen, was wir nicht im Kader haben. Sie haben zu rechnen, ja, auf der Abgangseite, dass ein bisschen Bewegung reinkommt, sprich jetzt bei Amin und auch bei Osan? Ja, wenn man das sieht, wie bei Rabi, das dann relativ schnell auch dann in wir haben das dann wirklich in 4 Tagen gefühlt, dann konzentriert, dann abgewickelt. Es muss einen Auslöser geben und dann ist man ja gesprächsbereit. Dann schiebt man ja nichts mehr auf die lange Bank, sondern weiß auch in den Vorgesprächen, was man sich vorstellt.
Wichtig ist einfach, dass ein Spieler eine klare Vorstellung von dem hat, was er möchte. Weil es ist immer schön, wenn sich die Vereine einigen, wenn der Spieler nicht dahin will, das ist ein Problem. In dem Fall war Rabi, glaube ich, auch da, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was in der Abwägung so und auch das Beste entscheidend ist. Und das wird man, es ist heutzutage so, dass die Spieler so ein bisschen auch sehen müssen auf dem Markt, dass du nicht mehr so viele Optionen auch hast. Früher war es natürlich so, dass du da 4, 5, 6 Optionen hattest. Mittlerweile hast du 1 und vielleicht sogar maximal nur 2. Und wenn man das, ich sag mal, leichtfertig sagt, na, ja, ich warte noch mal, kann es dann länger dauern. Es ist einfach immer mittlerweile so, weil wenn du so einen Schuss hast und zu sagen, okay, das könnte passen, sollte man ihn nutzen. Aber wie gesagt, das sind einfach Dinge, die jetzt im Markt aktuell so mein Gefühl sind. Eine Frage, die viele Fans interessiert, gibt es Geld für Breel Embolo, der für 12,5 Millionen nach Monaco geht? Also noch ist gefühlt, mein Erkenntnisstand heute Morgen ist der Deal nicht fix. Ja, das ist das eine. Wenn er fix würde? Aufgrund, ja, dann müssen sich die Monegassen aber noch mal ein bisschen strecken in der Ablöse. Ne? Vielleicht kann man da noch ein bisschen anschieben, aber sonst wird es glaube ich nichts. Frage zu Tschulinghoff. Sie haben gesagt, der geht jetzt erstmal durch die Tür nach Stuttgart, vielleicht kommt er durch die Tür wieder zurück. Das ist jetzt 2 Wochen her. Gibt es da schon ein Anzeichen, dass er vielleicht wieder durch die Tür zurückgeht? Das interessiert halt viele Zuschauer. Wir müssen sich befeuern, weil die Wertschätzung für Darko ist riesengroß. Darko, glaube ich, die Wertschätzung Schalke 04 ist riesengroß. Auf der anderen Seite ist VfB Stuttgart der Arbeitgeber. Wir haben aktuell kein Budget, um Dinge abzubilden. Das ist ein klarer Stand. Trotzdem ist man aber grundsätzlich mit Biege auch beim Alex Kral als gutes Beispiel, wenn man da 5, 6 Wochen immer in Kontakt ist. Das kann ja auch mal eine SMS sein, das kann ja einfach mal mein kleiner, auch dem Spieler signalisiert, du, ich bin bei dir, ich krieg schon mit, was du machst. Aber im Moment ist das Budget nicht da. Wir reden über Abgänge und wenn sich da Dinge tun, auch nach einem Trainingslager, werden wir sicherlich auch da uns wiederum Gedanken machen. Darko ist ein toller Junge und hat das Herz auf der Zunge.